Hallo Schönheiten, ich wollte euch ein weiteres Inspiration of the Day Video drehen, jetzt wo ich auch etwas zu erzählen habe. Und zwar haben mich auch viele über Twitter gefragt, ob ich irgendwie was schminken könnte mit dem Coral Crepe, dem korallfarbenen Paint Pot aus der Pret à Papier Limited Edition. Und falls ihr den noch nicht kennt, der sieht ungefähr so aus. Das ist einfach so eine Art Base von MAC. Und ich mag die Paint Pots total gerne als Base. Ich hatte auch mal Bear Study, aber der hatte irgendwann so richtige Fetzen von Schimmer und das sah einfach nicht gut aus. Ich habe aber trotzdem geprimed mit Urban Decay Primer Potion darunter, weil es warm ist und sicher ist sicher. Von daher, okay, also, ich fange einfach mal an mit dem Augen-Make-up. Und bevor ich damit anfange, ich habe das schon mal so ähnlich getragen in diesem Video. Und zwar ist das inspiriert von einer amerikanischen YouTuberin. Ich glaube, sie wird Amerix ausgesprochen. Ich blende euch den Namen nochmal ein, falls ich mich jetzt total blamiert habe und ihren Namen total verstümmelt habe. Aber sie hat mal ein Tutorial gedreht. Und ja, ich fand die Farbkombination so schön. Ich habe das damals ausprobiert und jetzt dachte ich mir, ist es vielleicht ganz gut als Inspiration of the Day wegen des Paint Pots und so. Ja, also es ist ziemlich ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, was sie hier innen benutzt hat. Auf jeden Fall hat sie auch Paradisco benutzt. Das hatte ich auch da. Aber bei den anderen Farben, glaube ich, habe ich dann andere genommen, die ich dann da hatte. Ich weiß es aber auch schon nicht mehr. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das Tutorial gesehen habe. Okay, also. Ich habe dann praktisch diesen Coral Crepe Paint Pot aufgetragen auf dem gesamten Lid und halt außen so ein bisschen mehr. Und dann habe ich Naked Lunch verteilt, gemischt mit Fix Plus, weil ich Naked Lunch immer so auftrage. Und dann praktisch, dann habt ihr praktisch Naked Lunch mit der korallfarbenen Base unten drunter. Und dann habe ich außen aufgetragen, auf dem äußeren Augenwinkel, aber nicht in der Lidfalte oder so, Paradisco. Und das ist so eine Korallfarbe, die so ein bisschen so Gold mit drin hat. Und ja, oder falls ihr irgendwie einen Dupe dafür habt oder so, dann lasst das unten in den Kommentaren, weil ich kenne leider keinen. Schade. Okay, soviel zu den beiden Farben. Mir fällt hier alles drunter. Dann habe ich in der Lidfalte, weil ich glaube, sie hat ein Limited Edition Braun benutzt. Und ich glaube, sie hat MAC Folie als Dupe genannt, aber den habe ich auch nicht. Und dann habe ich einfach so ein schimmerndes Braun, das hier unten, aus so einer Guerlain Limited Edition Palette benutzt. Das ist Baldemin Nuit. Die habe ich auch schon mal benutzt in Tutorials. Ich habe dann immer so eine von den dunkleren Farben genommen und dann so als Ecken-Swatch eingeblendet. Also das ist die Palette. Irgendein schimmerndes Braun, damit ihr das halt so außen verdunkeln könnt. Und zum Verblenden habe ich benutzt, wie immer, Bobbi Brown Ivory. Und ich kriege ziemlich viele Fragen über diese Bobbi Brown Lidschatten. Und es ist so, dass ich mittlerweile eine Meinung zu ihnen geformt habe. Und ich glaube, ich werde dazu auch nochmal ein eigenes Video machen. Punkt. Bevor ich jetzt die ganze Review anreiße. Aber ich benutze den auf jeden Fall zum Verblenden. Also hier außen und oben. Ich benutze nicht so gern Highlighter. Deswegen, also das da oben mache ich gerne. Und ja, Woodrose benutze ich in der Lidfalte nach wie vor. Und das hier ist Rose Gold. Da kriege ich auch immer eine Frage, zu wem das ähnlich sieht und so. Ich benutze den irgendwie nicht so oft. Einfach nur, weil ich in letzter Zeit nicht so richtig viele Farben getragen habe. Chanel Inimitable. Und ja, Foundation ist eigentlich ziemlich klar. Ich benutze immer noch die Natural Finish Long Lasting Foundation SPF 15 und mein Chanel Puder obendrauf. Und ich frage mich immer, wann das denn jetzt leer geht, weil ich benutze das schon über ein halbes Jahr. Und da sind ja 30 Gramm drin, was total viel ist für so einen Puder der Preisklasse. Ich glaube, das kostet, lasst mich lügen, knapp über 40 Euro. Und dafür, dass es 30 Gramm sind, ist das verdammt viel Inhalt. Weil wenn ihr überlegt, einige Puder kosten irgendwie schon fast 30 Euro und da sind dann nur 7 Gramm Inhalt drin. Not good. Okay. Und als Highlighter habe ich die Luster Drops benutzt von MAC. Und mir geht das total auf die Nerven, die mit den Fingern aufzutragen. Ich mache das sonst immer mit dem Ringfinger und datche das so hier hin. Aber es gefällt mir irgendwie nicht so gut, weil dann die Finger dreckig sind und ich hasse das so an den Ringfingern. Deshalb, na, Concealer unterm Auge und so mit den Fingern ist auch immer so.
Und ja, deshalb habe ich jetzt versucht, das mal mit so einem Sigma 217 aufzutragen. Fand ich nicht ganz so cool. Ich glaube, ich nehme meinen MAC 224er, weil den nehme ich auch für Concealer, wenn ich einen Pinsel benutze für Concealer. Aber einfach nur, weil ich ihn da habe und weil ich ihn nicht für die Lidfalte benutze und auch nicht zum Verblenden, weil ich dafür Blender Betty von Cosmetic Cosmo nehme. Ich glaube, ich laber schon wieder viel zu viel. Okay, und als Rouge habe ich mein Seepferdchenpuder benutzt, was wahrscheinlich allen schon total zum Hals raushängt. Aber ich dachte mir, hey, Koralle, wieder aufgreifen und so. Ah, ich habe den Eyeliner vergessen. Das ist Raven Cold Power gewesen. Das war auch Limited Edition. Aber ihr könnt irgendein dunkles Braun nehmen. Also ich meine, ihr seht, das macht jetzt nicht so einen mega Unterschied. Was dann noch fehlt, sind die Lippen. Ich habe Vanilla Truffle von Estee Lauder drauf gemacht, weil ich so eine richtige Totenlippe irgendwie nicht haben wollte zu so... zu Koralle, weiß ich nicht. Ich fand die Farbe total toll dazu. Vielleicht muss mal kurz gucken, ob da überhaupt noch was drauf ist. Okay, ja, das ist immer so ein Ding. Ich habe das jetzt heute schon, ich komme gerade von draus vom Walde komme ich her. Und ich habe also heute den ganzen Tag Vanilla Truffle getragen, ohne MAC Prep and Prime unten drunter, weil ich kann meinen nicht wiederfinden. Nein, da ist sie auch nicht drin. Naja, und ja, also ich finde den definitiv feuchtigkeitsspendend genug. Und ich finde die Farbe auch total toll. Ich finde die Farbe richtig toll. Das Problem ist nur, er ist ein bisschen schlüpfrig, so ein klein wenig. Und deshalb hält er auch nicht sonderlich lange. Und deshalb, ich finde bei Nude-Lippenstiften ist das wirklich wichtig, dass sie so ein bisschen mehr Deckkraft haben, weil ich nicht mit jedem einzelnen unbedingt einen Lip-Liner unten drunter tragen will. Und mit dem hier geht das halt nicht so perfekt, wie ihr gesehen habt, weil ich hatte ihn noch nicht lange drauf und... Gott, jetzt habe ich das ganze Video gemacht und die Hälfte der Zeit war mein Lippenstift total seltsam. Böse Reni. Okay, also Koralle. Oh mein Gott, ich habe dieses T-Shirt auch angehabt in meinem letzten Inspiration of the Day Video. Ihr müsst denken, meine einzige Inspiration besteht aus Koralle. Ah! Nein, aber ich wollte es jetzt mal euch zeigen, wegen des Paint Pots und so. Und weil ich heute auch irgendwie das Gefühl hatte, es ist wieder was ich so richtig gerne trage. Und es ist inspiriert von einer Person, die dieses Tutorial gemacht hat. Falls ihr Videoantworten habt oder so, dann ballert mich voll. Und Fotos könnt ihr mir auch gerne schicken. Und tja, dann werde ich wieder davon schreien. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend oder Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, meldet euch einfach. Ich höre gerne von euch. Tschüss!